So, meine Herrschaften, willkommen zurück zu dem zweiten Teil von Card Hunter und meinem Let's Play bzw. Let's Try. Wir schauen uns das ja nur mal an. Ich weiß nicht, wie lange es mich interessiert. Strategisch, ja, weiß ich nicht, ein bisschen strategisch ist es ja. Das heißt, das ist nicht ganz so fürchterlich. Wir werden einen Elf Wizard nehmen. Recruit this character. Und wir nennen sie oder ihn, ganz sicher sind wir uns da nicht, Vasuvius. Dann, yeah. Auch hier wieder, schaut euch Out of the Stick an und ihr wisst, wen ich damit meine. Mal schauen, ob sie, in dem Fall ist es ganz eindeutig eine sie, sich so gut einlebt wie im richtigen Order of the Stick. Verdammt, ich habe mit Dirken den falschen Warrior genommen. Ich hätte den Human Warrior nehmen sollen, ich Idiot. Na gut, Adventurers! Ja, Level 1 Adventure. Yeah! Okay, Melvin was right. It is cool building your own party this way, don't you think? No. In the hillside, a crude tunnel leads into the darkness from this ominous portal. The kobold set it forth to terrorize the farmers. Now you must turn the tables and bring the fire, the sword, to the raiders themselves as you venture down the tunnels into darkness. Na dann, versuchen wir das doch mal. Ambush! Tunnel intersection. You light your torch and head into the kobold's tunnel. The passageway leads down and then runs straight for many miles before reaching the freeway intersection. While you ponder which way to go, a crude horn sounds and mighty kobold hero emerges to confront you. Na dann. Auf in den Kampf. Uh-oh. Your wizard has long-range attacks, but needs a line of sight to target. Don't worry, I'll explain. Nein, du brauchst es nicht explain. Ich weiß, was line of sight ist. Huh. Has sight from here. Oh. But not from here. Was? Walking square is crossed. Ja, okay. Spark. Sap. Spark. Macht 2 Schaden. Ja, wir werden mit ihm da hier. Ah! Oh! Huh. Block if you attack from behind. There. Okay, na dann. Machen wir mal. Ja. Ja, danke für diese Information. Wir können ihn von hinten, wir können ihm in den Rücken fallen, dann kann er nicht blocken. Na dann, stopp, Gott. Wenn sie da hier geht, kann sie nämlich da reinschießen, wenn er sich da rein verzieht. Und von hier kann sie ebenfalls reinschießen. Ein little sap. Ah, Mist. Connection lost. The server or your internal connection may bla 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 bla. Okay. Fail to connect. To server, server may be down for maintenance. Please try it later. Hmm. Hallo? Das geht ja gar nicht. Okay, wir warten. Ich
Ich hoffe, er hat irgendwas gespeichert. Ansonsten müssen wir nochmal anfangen. Dann nehme ich nämlich gleich den richtigen Warrior, nämlich Roy Greenfield. Progress Rejoin the Battle. Jo. Ah, er speichert also währenddessen auch ab. Sehr gut. Na dann machen wir noch einen Set. Ich kann nochmal schaffen, das mit den Blocken nämlich nicht. Hier nicht geschafft. So, jetzt machen wir einen Simple Strike. Hat er auch geblockt. So, das war's dann eigentlich schon. End Round. Sehr gut. Was? Er hat zwei Blockkarten. Das ist ja ärgerlich. Dafür hat er dann sonst nichts in der Hand, nehme ich mal an. Blockkarten verbrauchen sich. Ich bin nicht sicher, ob ich daher will. So, Round. Ah, diesmal hat er bei mir einen Block erwischt. Na dann. Mann. Das kann er nicht blocken, wir haben immerhin von hinten angegriffen. So, das war jetzt nicht so schwer. Aftermath, the tunnel finally emerges high above the floor of White Skull Canyon. So this is where the Kobold Lair is. You will return with allies to finally stamp out those monsters and liberate the treasure they have stolen from the surrounding villages. Vesuvius, Durkin. Okay. Wieso hat nur sie das gekriegt, weil sie ihn gekillt hat? Kann das sein? Ein arcane item. Da können wir dann irgendwas reintun, sollten wir was finden. Wow. Was ist das? Ein Golem-Cleaver. Take all. Was kann ein Golem-Cleaver? Penetrating Cut. Na schau an. 3 Schaden. Stab. Melee Piercing. Und Able Bludgeon. Macht 5 Schaden. Ist das stärker als das Ding, als die Axt, die wir in der Hand haben? Was ist das? Orso's Excellent Wand. Slide to fly. Telekinesis is the first step to true teleportation. Was kann slide? Move target character 2. Do not change its facing. Ah. You may move through impassable terrain. You are not required to stop when entering any square. In truth, more mayhem is wrought. Let us run a briefly bright slash. Was? Achso, das macht einfach nur Schaden. Das ist ein Big Sap und ein Little Sap. Na dann. Kriegst du das doch glatt. Ich meine, das ist ein Big Sap und ein Dingsbums-Sap. Und Durkin, ich überlege gerade, das macht 5, 5, 2, 2, 2, 2 und das macht lauter 3er und einen 5er. Der macht 10, 4, 4, 3, 3, 2, das ist definitiv besser. Und was macht das da? Na gut.
Das ist einfach nur ein Blunt Sword. Genauso wie das. Soll sein. So. Finish. Don't forget to check the armory for new stuff before we wrap this module. Na gut. Machen wir doch klar. Jetzt können wir tausende Dinge kaufen. If you're searching for a particular item, type of item, just click that slot on your character's sheet. Okay, das Zeug wird immer teurer. Aber können wir das jetzt verkaufen? Noch immer nicht. Ah, gut. Gibt's doch billige Sachen? Ja, es gibt doch billige Sachen. Hey, da gibt's ein Schild. Ein Advanced Guidance. Achso, nein, das ist ja gar kein Schild. Common Human Skill. Arcane Crown. Uncommon Arcane Item. Ah, von hier könnte man das aber. Sie könnte das aber verwenden. Force Bolt. Damit kann man wahrscheinlich Leute wegschubsen. Armor Beam. Was kann das? Target discards the oldest card. Target discards the oldest armor card. Before that armor can prevent damage. Ah. Combustible trait. Each attach this card to yourself, duration 3. When you take fire damage, add 3 to that damage. Ah, verstehe. Da sind wir dann angreifbarer, wenn wir das Ding haben. Wow, ganz schön viel Zeug. Beast's Rope. Maze. Was kann ein Maze? Place target on a random square within 2 squares. Set it's facing randomly. Ah. Damit können wir Sachen verschieben. Schuhe. Ah, verstehe. Der macht Walk. Simple Strike und Reliable Hide. Und mit denen zum Beispiel hätten wir eine Hardy Mail, Run und Squeamish. Was immer Squeamish heißt. Attach this card to yourself. When you play a card, you may not target a character whose health is less than or equal to the base damage of that card. Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen, hoffe ich. Ah, der kann auch gar keine Mail tragen. Das heißt, die Mail müssen wir uns noch gar nicht anschauen. Jade Battle Staff. Das schaut ja cool aus. Und wie das Ding? Ja, wieso nicht? Wozu haben wir dann das Geld? Wir könnten gleich die teuren Sachen kaufen. Aber wir können dann später die Sachen nie verkaufen, oder? Na gut. Wir nehmen das. Geben es gleich daher. Und haben damit einen stärkeren Baum. Soll sein. So, was machen diese Kreise da im Übrigen, frage ich mich gerade. Tja, okay, jetzt haben wir eh kein Geld mehr. Nur noch für billiges Zeug, das wir nicht kaufen können. Common Dwarven Skill. Können wir Skills irgendwo einsetzen? Wo können wir Skills einsetzen? Parry Mail Reliable Hide.
Gibt es einen eigenen Slot für Skills dann? Wahrscheinlich, wenn ein Level steigt, vielleicht. Na gut. Exit. Passt schon. Schauen wir noch ein Dings. Ein Szenario. Und dann hören wir wieder auf für heute. Returning to White Skull Canyon. You follow the winding dry riverbed until you come to a high wooden wall. Suddenly the gates are thrown open. Kobold warriors rush forward, act on by their high priest Iggabik. Battle. Not up. Ah, verstehe. Verstehe. So, was kann denn das? Hard to block one. Long Spark. Ah, das heißt, wir können auch den Priester dahin. Aber das wollte ich nicht angreifen. Na gut, das habe ich schon getan. Was hat der gemacht? Inspires. Iggabik. Ah, okay. Noch eine Karte gekriegt. Dann gehen wir mal daher. Mhm. Machen wir mal einen Simple Strike, falls er einen Block hat, dass wir nicht loswerden. Ja. Okay, der heilt sich einfach. Mark. Mhm. Die hat eine Duration, das heißt jede Runde einen Schaden kriegt er zurück. Na gut. So, warte mal. Dann machen wir da mal einen Dash hierher. Noch ein Inspiration. Sag mal, geht's dem noch gut? Blast? Was heißt Blast? Das ist aber nicht nett. Der schießt einfach auf meine Magierin. Penetrating. Wieso kann ich mit dem nicht zuschlagen? Achso, kann ich. Ich bin einfach zu dumm. Na gut. Okay, wir machen End Round. Sorcerer Duel. Simple Dash, Simple Strike. Oh. Den sind wir mal los. So. Search the bodies. While your back is turned, Iggabik's feign death enchantment dissipates and the shifty little kobold priest slips away deep into the lair after him. Okay. Collecten wir das Loot. Wir öffnen die Tür. Wow, wir haben einen Beginner's Staff und ein Blunt Sword gefunden. Take all. Okay.
Continue. The Shaman's Hunt. Ich will ja gar nicht weiterkämpfen. Pursuing the Kobold Priest, you corner him in his stinking hut. Wie schon gesagt, wir rennen mit einem Zwerg rum. Stinking, glaube ich, sollte uns nicht stören. Now it is time for the final showdown with these murderous bandits. Na dann. Offensichtlich ist es erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. This map has difficult terrain in it. You must stop moving when you enter difficult terrain. Continue. Okay. Huh. Difficult terrain doesn't block line of sight, like blocked terrain does. Okay. Ah, das ist aber nicht so schlecht, dann kommen die nicht so schnell durch zu mir. Das heißt, wir können schneller zum Magier vordringen. You'll have an easier time if you kill the shaman before the minions can get past the difficult terrain. Das ist ein netter Hinweis, der mir klar war. Wir könnten unseren Zwerg vor Telekinesen. Duration 2. What? Unholy Frenzy is white and red. It's both an assist and an attack card. Na sowas. Es gibt uns add 2 damage to any melee attack you play or 1 damage to any magic or projectile attack. Okay. Okay. The Unholy Frenzy causes 1 damage to its target. Continue. Was heißt Stay Away? Ah, damit könnten wir sogar. Sie hat nur ein Bash, das ist ja traurig. Dann bewegen wir sie mal hierher. Das war aber nicht nett von dir. Kerl, aber viel kannst du jetzt nicht mehr machen, du hast nur noch eine Karte. Oh, das war nett von dir, dass du da noch näher gekommen bist. Dann sind wir mal los. Das war jetzt nicht so schwer. Eigentlich können wir jetzt nichts mehr machen. Ach nein, kann nur für Nahkampf. Das gibt's ja wohl nicht. Sie alleine mit diesem Ding da fertig. Haben die noch einen Run? Na okay. Damit können wir leben. Oh. Der hat einen Block. Okay, dann machen wir mal dich. Und du musst einen Physical Strike. Super. Den hättest du blocken sollen. Noch ein Physical Strike. Ah ja, jetzt ist der Block weg. Jetzt machen wir einen Blocks mehr. Das ist gut. Oh.
Das war einfach. Sachen mehr zum Blocken, das heißt. Und. Das war jetzt nicht so schwer. Level 2. Was mit Dirken? Ah, der hat auch 4 Experience Points gekriegt. Wieso hat sie mehr gekriegt als er? Na gut. So, wir können jetzt ein Arcane Item uns nehmen. Aber das schauen wir uns. So, bei Corso. Das schauen wir uns das nächste Mal an. An dieser Stelle, Herrschaften, werden wir für heute aufhören. Bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Tag.